Ja, grüezi miteinander und willkommen zu Vlog Numero 8. Wieso ich so aussehe und so spreche, ich habe eine Wette verloren. Deswegen soll ich ein bisschen von dem Style von der großen Treffen machen. Für alle, die es nicht wissen, was der große Treffen ist. Ende des Jahres werde ich ein großes Best-of von allen machen. Aber jetzt erstmal wieder normal. Und ja, wie ihr schon seht, mein Thema ist dieses Mal. Wo warst du als? Ihr kennt diese große Tiglung. Und diesmal ist, wo warst du als die 80er zu Ende waren? Ja, wo war ich als die 80er zu Ende waren? Ich war noch nicht mal geboren. Das kann man sagen. Ich habe keine Ahnung, was in den 80ern total top war. Ja, okay. Die Musik hört man manchmal noch so. Sowas wie Modern Talking und so. Und naja, es ist auf jeden Fall der Stil von den 80ern. Der war immer so eher so eine grelle Sache, so total top und so. Und Sonnenbrille und Stirnband, Haargel. Sowas wie Handys gab es zwar schon, aber so richtig große Dinger, die, ihr könnt das da sehen. Und es gab auch nicht wirklich das Internet. So für so Otto normal Leute. Die Programme, die es so gibt, die sind schon jetzt schon viele. Früher waren so welche wie RTL, Sat1. So gerade noch voll jung. Die gab es noch nicht so extrem lange. Daher totales Neuland. Nicht jetzt Ende der 80er, sondern in den 80ern halt. Was war denn noch da total toll? Genau, schreibt ihr mir das unten hin. Alle, die da schon gelebt haben, natürlich die anderen wären ein bisschen, naja. Genau, es gab noch in den 80ern so komplette Demonstrationen. Zum Beispiel in der damaligen DDR noch, die ja Ende der 80er auflöste. Sich auflöste. Durch Demonstrationen, sodass Ost und West zusammen ist in einer. So sind wir jetzt halt Deutschland. Und der Meinung bin ich auch, dass es auch so gut ist und so auch am besten bleiben sollte. Was noch in den 80ern war, diese, es war auf einmal alles, musste neu empfunden werden. So, old school war nicht mehr. Momentan alles, was jetzt so wieder zurückkommt, so von den 80ern, ist old school. Und das juckt keinem, echt keinem. Also in den 80ern war die politische Situation von vielen, vielen Ländern ziemlich in Gefahr, zum Beispiel von der DDR. Ende der 80er halt nicht mehr, dann sind sie zusammen mit der BRD, also unserem jetzigen Deutschland, zusammengekommen. Die UdSSR auch getrennt, aber jetzt nicht in den 80ern, sondern ein bisschen danach. Die Tschechoslowakei genau dasselbe, auch ein wenig nach den 80ern, aber alles war in den 80ern. Das war alles in den 80ern, die dann. Die politische Sicht Ende der 80er war komplett anders. So sehe ich das. Dazu Stil und Musik und alle Sachen. Also eigentlich Stil und Musik hauptsächlich. Die war ziemlich anders als jetzt. Jetzt würden wir dazu sagen, ja. Sowas zusammentragen? Peinlich. Sonnenbrille.
Oldschool, Mann. Sowas halt. Wisst ihr? Also schreibt mir unten einen Kommentar gerne hin. Auch über die nächsten Vlogs. Was ihr gerne wissen wollt. Oder was ihr eben hören wollt. Also, eure Sache ist das. Und Peace, Leute.